Männer zahlen heute mehr für den Kaffee, 21% mehr, denn sie verdienen auch mehr. Das ist eine Ungerechtigkeit, auf die das Familienministerium hinweisen möchte. Also in 2015 lag zum Beispiel der Bruttostundenlohn der Frau bei 16,20 Euro und beim Mann bei knapp 20,60 Euro. Und diese Differenz sind 21%. Das ist die Lücke. Man erlebt es jetzt hautnah mit. Ne? Man ist erst irritiert, ärgert sich vielleicht im ersten Moment, was soll das denn? Aber dann wird einem doch klar, worum es geht. Von selbst tut sich da nichts. Ganz im Gegenteil. Deswegen denke ich, muss die Politik eingreifen. Frauen sollten sich mehr trauen und auch Führungspositionen übernehmen. Dass die Einkommen zwischen Männern und Frauen so unterschiedlich sind und so gravierend sind vor allen Dingen. Das weiß man ja nicht so. Man liest das immer so pauschal und dann ist das wieder Vergessenheit. Aber durch diese Aktion kommt das natürlich im Kopf an. Das Geld, was wir zusätzlich einnehmen, wird auch gespendet für die Aktion. Und die politische Forderung, die dahinter steht, ist gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ist gleichgerecht, wenn beide genau gleich viel verdienen.